Welche Meinung ist die richtige? Auf welche Meinung solltest du hören? Und wie kannst du dich richtig entscheiden, nachdem du dir mehrere Meinungen eingeholt hast? Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr habt gefragt und ich habe geantwortet. Wir haben einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet mit einer sehr großen Resonanz. Es sind unheimlich viele Fragen reingekommen, unheimlich viel Stoff reingekommen, was wir demnächst mal hier wieder auf YouTube so bringen können. Und dementsprechend haben wir uns gleich am nächsten Tag an die Arbeit gemacht und haben gesagt, komm her, eine Frage picken uns heute gleich schon raus und beantworten die mal direkt, weil sie auch wirklich sehr, sehr gut passt gerade. Sie hat mich selber wieder betroffen sozusagen in den letzten Tagen. Sie betrifft mich eigentlich seit 10, 15 Jahren, seit ich Vertrieb mache, habe ich eigentlich tagtäglich mit dieser Frage zu tun, weil ich ja viel mit Partnern zusammenarbeite. So, und Partner werden immer ganz extrem viel beeinflusst. Ja, die wollen was reißen, die wollen was auf die Beine stellen und sprechen dadurch natürlich andere Menschen an, und da kommen dann logischerweise immer Meinungen, Rückläufer, so dass man das dann immer wieder an mich heranträgt und sagt, hey, der hat jetzt aber dies gesagt und der hat das gesagt und jetzt bin ich verunsichert, oder der Kunde will nicht, weil er das gehört hat und sich jetzt diese Meinung gebildet hat oder was weiß ich. Und da ist halt das Thema unheimlich schwierig, man kriegt es gar nicht so richtig auf den Punkt. Warum? Eine Meinung ist positiv und eine Meinung ist negativ. So, nur weil eine Meinung aber negativ ist, heißt das ja nicht, dass sie falsch ist. Ja? Und eine positive Meinung muss letztendlich auch immer noch nicht richtig sein. Und grundsätzlich muss man ja eins sagen, eine Meinung ist ja einfach ein freies Empfinden eines freien Menschen. Das heißt, hier gerade in diesem Land hast du eine freie Meinungsäußerung und darfst ja deine Meinung aufgrund, ja, deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, du hast irgendwann mal in der Vergangenheit Handlungen gemacht, daraufhin hast du Erfahrungswerte gesammelt und diese Erfahrungswerte hast du irgendwann mal oben verbucht und daraufhin hat sich dann irgendwann mal deine Meinung gebildet und das ist deine Meinung und diese Meinung darfst du haben. Und wenn du diese Meinung für dich hast und das wirklich deine Meinung ist, dann ist es in dem Moment, wo du sie hast, die richtige Meinung für dich, ja, weil schlussendlich kann ich dir nicht vorschreiben, oder auch letztendlich, wenn du auf irgendjemanden triffst, der eine andere Meinung hat als du, kannst du letztendlich ihm nicht vorschreiben, dass er eine andere Meinung zu haben hat. Du kannst ihm lediglich Inhalte, Aspekte, Gedankengänge liefern, wodurch er seine Meinung ändern kann. Und das ist, glaube ich, immer so das Thema und das ist, glaube ich, so das Problem, dass viele Menschen heute Meinung haben, weil sie sich nicht fachmännisch schlau machen, sondern weil sie sich Meinungen anderer holen und diese Meinung mittlerweile im Internet unheimlich schnell und einfach zu finden sind, ja, und sich da aber mittlerweile gar keine Platte mehr machen, wer sich erstens im Internet bewegt, so von der breiten Masse her, wie viel Wahrheitsgehalt hinter solchen Meinungen steckt und wie fundiert und fachtechnisch das Ganze sozusagen hinterlegt ist, also untermauert ist. Und das, muss ich sagen, ist oftmals sehr erschreckend, dass Menschen sich Meinung bilden auf anderen Meinungen, was ich aber selber auch schon gemacht habe, ohne das zu hinterfragen oder ohne das mal in Frage zu stellen oder sich einfach mal Sender und Empfänger davor zu legen. Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt, den ich dir damit auf den Weg geben kann. Beurteile mal den Sender und schau mal auf die Empfängerseite, was damit beeinflusst werden soll. Weil jemand, der eine Botschaft sendet, also eine Meinung dir aussendet oder eine Meinung dir kundtut, der möchte ja etwas bewirken damit oder der möchte zumindest, hat eine Absicht. Ja, das muss nichts Böses sein. Also eine Absicht zu haben, eine Intention oder vielleicht auch eine Befürchtung zu haben, muss ja nichts Böses sein. Also wenn die Eltern sagen, oh, mach das lieber nicht. Ich bin beispielsweise im Investmentbereich unterwegs. So, da gibt es Dinge, die sind hochspekulativ. So, und wenn jetzt deine Eltern beigehen und sagen, hey, das will ich nicht machen, weil das kann daneben gehen und das ist, das klingt alles viel zu gut, wir finden den Haken nicht, lass das mal lieber, dann ist das ja eigentlich eine positive Eigenschaft, weil deine Eltern sagen sich, hey, deine Zukunft oder dein Wohl ist uns nicht egal, und bevor du dich da in irgendetwas stürzt, was am Ende schief gehen kann, wodurch du einen Schaden erleidest, versuche ich dich vor diesem Schaden zu bewahren, ja, und das ist nicht negativ. Man muss eben dann schauen, was ist der Hintergrund des Senders. Oder ich habe jetzt beispielsweise gerade das Thema in den letzten Tagen Bitcoin. Ja, jetzt geht der Bitcoin wieder ein bisschen hoch und jetzt gibt es Menschen im Internet, die sagen, oh, Bitcoin kaufen, kaufen, kaufen. Ich bin selber im Bitcoin-Trading unterwegs und befürchte, dass dieser Bitcoin jetzt ein bisschen gepumpt wird, um ihn demnächst wieder mal zu crashen. Das heißt, Leute pushen den künstlich, um ihn jetzt noch ein bisschen wertvoller zu machen, verkaufen ihn, und wenn er gecrashed ist, gehen die günstig wieder in den Markt, um sich wieder einzukaufen in den Markt. Das ist momentan meine Befürchtung, mein Empfinden, und deswegen verkaufe ich gerade, ja. Und jetzt gibt es aber andere, die sagen, nein, kaufen, kaufen, kaufen. Und da gibt es jetzt heute jemanden, mit dem ich zusammen trade, und der sagt, hey, hast aber gesehen, der hat gesagt, wir sollen jetzt unbedingt kaufen. Wo ich sage, ja, Moment, das ist ein Bitcoin-Händler.
Ja? Der springt jetzt also auf den Markt und sagt, hey Leute, guck mal, Bitcoin geht nach oben, ihr müsst den jetzt kaufen. Der verdient aber auch sein Geld mit dem Kauf eines Bitcoins. Also wenn du zu ihm hingehst und sagst, hier, hast du 10.000 Euro, leg ich dir auf den Tisch, gib mir mal ein paar Bitcoins dafür, dann holt er sich eine kleine Marge daraus und hat Geld verdient. Ja? Also der hat eine ganz andere Intention, der sendet jetzt also ein ganz anderes Signal aus. Während jetzt vielleicht der Laie gerade in den Markt geht, hat heute in den Nachrichten gehört, Bitcoin ist auf 4.600 Euro hochgegangen, vielleicht sollte ich mir den doch mal zulegen. So, jetzt trifft er auf seine Meinung, der ja eine ganz andere Absicht hat, einen ganz anderen Sender hat und sagt dann, in den Nachrichten habe ich gesehen, 4,6, jetzt sagt der auch noch, ich soll den kaufen, jo, ich kaufe den. Jetzt kauft er und der Markt crasht nach unten. Ja. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt sammelt er einen Erfahrungswert. Er hat sich einen Bitcoin gekauft, der vielleicht nächste Woche auf 3.500 wieder runter crasht. Jetzt sagt er, alles scheiße, alles Mist, Bitcoin kannst du vergessen. Ja. Voll die Scheiße, habe ich so viel Geld mit verloren. Jetzt rennt der mit dieser Meinung durch die Gegend und du sprichst ihn jetzt übermorgen an. Ja? Weil du gesagt hast, hey, ich habe irgendwann mal gehört, Bitcoin ist irgendwie spannend, der eine ist dadurch Millionär geworden, ich will mich da auch mal probieren. Und jetzt sprichst du ihn an, der in den Nachrichten das gehört hat und von dem Verkäufer, der mit dem Verkauf, also mit den Kursen überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit dem Verkauf Geld verdient. Aufgrund dieser beiden Nachrichten hat er sich dazu entschlossen, verstehst du? Und jetzt ist ja seine Meinung eigentlich eine falsche, weil jemand wie ich, der jetzt aus dem Markt rausgeht und jetzt mit dem Fall des Bitcoins sogar Geld verdienen würde, der wird beigehen und sagen, ja, pass auf, du musst verschiedene Punkte beachten und dann hast du eine Meinung, die ja ganz anders ist als seine Meinung jetzt, ja? Und jetzt treffen diese beiden Meinungen aufeinander und da ist, glaube ich, so ein Punkt bei, wo du eben für dich den nächsten Beurteilungspunkt mit einbringen muss. Und das ist immer etwas, was mir im Vertrieb jahrelang so begegnet ist, dass Menschen sich Rat holen bei Menschen, die in dieser Fachwelt überhaupt keine Ahnung haben. Ja, ich übertreibe jetzt mal. Ich habe damals im Vertrieb angefangen, weil ich Menschen kennengelernt habe, die damit Millionen verdient haben. So, und jetzt habe ich diese Millionäre gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Wo kommst du her? Was hast du an Pensum an den Tag gelegt? Welche Techniken hast du gelernt? Wie kann ich das auch schaffen? Wenn ich das schaffen kann, was mache ich gerade falsch? Wo muss ich hin? Und so weiter. So, und jetzt kam aber aus meinem Umfeld der Schreiner, der Schlosser, der Dachdecker. Und die haben alle gesagt, nein, das ist alles Murks. Wenn es so einfach ist, Millionär zu werden, hör doch auf. Ja? Jetzt musst du dir doch am Ende die Frage stellen, welche Meinung davon ist die richtige? Der die Million schon verdient hat, kann der mir erklären, wie man eine Million verdient? Oder kann der es noch nie geschafft hat und auch kein Millionär in seiner Familie hat, kann der mir erklären, wie man die Million verdient? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was ich auch gerade oft bei jungen Leuten einfach sehe, dass sie sich teilweise von Menschen beeinflussen lassen, wo sie gar nicht so weit hinterfragen, hey, ist das Thema eigentlich gerade das passende Thema, um dem seine Meinung zu erfahren, also auf den seine Meinung gerade Wert zu legen? Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Ja? Ich meine, ich bin ein einfacher Schlosser im Ursprung und ziehe jetzt damit ja nicht über einen Schlosser her oder über einen Dachdecker her. Aber wenn ich ihn frage, wie kann man eine Million verdienen, dann kann er mir die Antwort ja faktisch gar nicht geben, weil er es ja selber noch gar nicht geschafft hat. Ja? Und seine Meinung kann dann also nicht die gleiche Gewichtung haben wie der schon echt erfolgreich ist. Trotzdem muss der erfolgreich ist, ja dir nicht gerade die Wahrheit sagen. Vielleicht hat er auch nur Glück gehabt und wurde einfach nur ein bisschen beregnet oder kommt aus familiären Verhältnissen, wo unheimlich viel Geld schon da war. Das bedeutet aber für dich, dass du diese Meinung erstmal aufnehmen musst von dem Millionär und sagen musst, okay, jetzt suche ich mir nochmal zwei, drei andere Millionäre und jetzt gucke ich mir mal an, was von deren Meinungen ungefähr gleich ist, wo sich immer wieder ein Nenner findet. Ja, und dann kannst du irgendwann mal für dich beurteilen, und da kommen wir zu dem Punkt, dass das scheinbar sehr wahrscheinlich ist, mit der und der Tätigkeit, mit der und der Aktion oder mit der und der Investition dann wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Ja, nur weil dir aber 17 Dachdecker sagen, das geht nicht so einfach und das funktioniert nicht, ja, heißt das nicht, da haben wir jetzt auch den gleichen Nenner gefunden. Nein, du hast da 17 Nicht-Millionäre gefunden und nach eine Million gefragt oder danach gefragt, wie kann ich eine Million verdienen? Die brauchst du nicht nehmen. Du musst dann die Leute nehmen, die da wirklich eben diese Erfahrungswerte auch haben. Dann gibt es so den Nächsten, der dir teilweise so eine Meinung mit auf den Weg gibt, wo du vielleicht auch das ganze Thema noch nicht so richtig einwertest. Das sind Menschen, die an dir Geld verdienen. Das habe ich jahrelang nicht so richtig begriffen, dass ich durch meine Aktivitäten, gerade so im Vertrieb, anderen Menschen unheimlich stark die Taschen gefüllt habe. Ja? Ich habe also irgendwann im Laufe der Zeit gelernt, mich in diesem Markt zu bewegen. Ich habe gelernt, in diesem Markt Geld zu verdienen. Ich habe aber irgendwie nicht so richtig begriffen, hey, wenn ich jetzt einen Euro verdiene, verdient der über mir drei.
Ja? Und wenn ich jetzt morgen nicht mehr da bin, dann verdient er die 3 Euro nicht mehr. Aber wenn ich übermorgen mich komplett selbstständig mache und das mal auf eigene Beine stelle, dann verdiene ich die 3 noch zu meinem Euro dazu, die jetzt im Moment an ihn gehen. Ja? So, aber was war immer mit diesen Leuten über mir? Die haben natürlich, sobald ich mir eine andere Meinung gebildet habe oder sobald ich versucht habe, aus diesem Rahmen auszubrechen, aus dieser Geschäftsidee auszubrechen und mich mal auf die weite Welt oder auf den Weg in die weite Welt gewagt habe, dann kamen die immer gleich und hey, du hast da irgendwie Flausen im Kopf und du hast da irgendwie auf einem anderen Weg, hast du irgendwie das Problem nicht so richtig erkannt, das solltest du nicht machen, wir müssen hier den Weg weitergehen. Also die haben mich dann versucht abzuhalten, in diese Richtung zu laufen, weil sie für sich befürchtet haben, dass ich denen morgen eben kein Geld mehr bringe. Und das ist dann eben so das nächste Thema, dass diese Meinung eben auch ganz, ganz vorsichtig zu bewerten ist, dass du immer für dich schaust, was hat dieser Mensch eigentlich gerade davon, wenn er mir diese Meinung mit auf den Weg gibt? Was ist seine Intention? Hat er vielleicht die Befürchtung, dass du ihm morgen kein Geld mehr bringst? Ist er vielleicht auch enttäuscht worden in der Vergangenheit durch irgendeine andere Aktion und gönnt demjenigen nicht, wo du jetzt vielleicht hinläufst oder mit denen vielleicht in Zukunft irgendwie eine Kooperation startest oder eine Zusammenarbeit, gönnt der dem das nicht, dass der jetzt vielleicht noch mehr Geld verdient und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das Problem beim Thema Meinungsbildung, dass du eigentlich dann unterm Strich für dich bewerten musst, okay, wo kommt das ganze Thema her? Was ist die Intention? Was ist die Absicht? Was ist die Befürchtung? Viele meinen das gar nicht böse. Einige machen es zum Eigenschutz, zum Selbstschutz, aber ganz, ganz oft wird eben auf Meinungen gehört, die mit der Thematik überhaupt keine Ahnung haben, die aus dieser Thematik überhaupt kein Fachwissen gezogen haben und einfach nur das nachplappern, was da draußen nachgeplappert wird. Und das ist das Problem. Da gibt jemand irgendeine Meinung vor, davon wird 80% nachgeplappert, der plappert davon wieder 80% nach und bei dir kommen irgendwann mal unten 20%, 30%, 40% an. Du kennst das nach dem Stille-Post-Prinzip. Ja? Hier vorne gibst du was rein und was da rauskommt, unglaublich. Und wenn dazwischen noch nicht mal Fachwissen dabei ist, dann musst du ganz, ganz vorsichtig sein, welche Meinung da irgendwie auf dich zugekommen ist und auf welche Meinung du dort gerade hörst. Ich selber, und das bringe ich jetzt mal zum Abschluss dieses Videos, habe damals den Weg zum Bitcoin gefunden, weil ich meinen besten Kunden davon abhalten wollte, in Bitcoin zu investieren. Und ich kann dir jetzt sagen, dass dieser Kunde, als er das gemacht hat, daraus Multimillionär geworden ist. Verstehst du? Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Ich habe eine Meinung gehabt. Warum? Weil ich aus dem Bereich Finanzdienstleistung kam. Und Finanzdienstleistung hat den Auftrag, Geld in diesem Land zu lassen. Ja? Finanzdienstleistungen sind Versicherer, sind Finanzdienstleister und so weiter. Die verkaufen Versicherungsprodukte, Bankprodukte, die alle reguliert sind. Von wem sind sie reguliert? Von dem deutschen Staat. Der deutsche Staat hat die BaFin damit beauftragt, weil die BaFin auch eine deutsche Regulierungsbehörde ist und sagt, hey, passt mal auf, sobald da irgendwie von außen irgendwas kommt, wo Geld investiert wird, was diese Grenzen hier verlässt, ja, dann müsst ihr da einen Riegel vormachen, weil wir wollen ja unsere deutschen Behörden und unsere deutschen Gelder und unsere deutschen Firmen und Unternehmen, wollen wir ja schützen, dass das Geld hier immer wieder schön im Umlauf bleibt, weil hier können wir mit unserem eigenen Geld in diesem Land Geld verdienen. Sobald das über die Grenzen hinausgeht, verdient irgendein anderes Land damit. Also aufpassen, ja. Und jetzt wirst du als Finanzdienstleister die ganze Zeit geschult, oh, Thema Bitcoin kam da, oh, nee, vorsichtig, auf gar keinen Fall, der letzte Murk, alles Mist, alles Kacke, lass bloß die Finger davon, wenn deine Kunden darauf anspringen, das ist nicht reguliert, das ist hochspekulativ, geht immer nur in die Hose. Ja, Beispiel hatten wir, ey. Und jetzt kommt ein Kunde zu mir ins Büro und sagt, Fliesert, ich brauche Geld und ich will 150.000 Euro in Bitcoin einzahlen. Zu einem Zeitpunkt, wo der Bitcoin bei 400 Dollar stand. Ja? Wenn er jetzt heute bei 4,6 steht und schon mal bei 15.000 Euro stand, dann kannst du dir mal ausrechnen, wie viel Geld er damals damit verdient hat. So, und ich sitze vor ihm und sage, um Gottes Willen, Finger weg. Und hören Sie doch auf damit. Ja, wie, was? Sie sind doch der Fachmann. Dann müssten Sie sich doch eigentlich damit beschäftigt haben, hat er zu mir gesagt. Sag ich, ja, natürlich habe ich mich damit beschäftigt. Stimmt der ja gar nicht. Aber ich habe ihm jetzt meine Meinung kundgetan. Warum? Weil ich der Versicherungsvertreter war. Ich hatte Angst, dass er seine Produkte bei mir kündigt, dass er damit abhaut, dass ich Storno zahlen muss, dass ich meine Provision zurückzahlen muss. Deswegen habe ich so argumentiert. Und er hat dann in meiner Argumentation sogar gemerkt, dass ich sehr schwachsinnig argumentiert habe. Und das war das Problem am Ende, dass er gesagt hat, Entschuldigung, Herr Fliesert, ich habe bis gestern gedacht, dass Sie echt der richtige Ansprechpartner zum Thema Finanzen sind bei mir. Aber ich merke jetzt gerade, dass Sie von dem Thema überhaupt keine Ahnung haben, anhand der Aussagen, die Sie da gerade tätigen. Beschäftigen Sie sich mal mit Bitcoin und dann werden Sie sehen, dass Sie selber dort ganz, ganz schnell investieren sollen. Und ich habe mich dann auf die Reise gemacht, ich habe mich dann auf den Weg gemacht und ich habe dann losgelegt und habe dann gesagt, okay, dem werde ich jetzt beweisen,
dass das nichts ist. Und habe mich dann wirklich in diese Materie eingelesen, habe mich fachmännisch da drin ausgebildet und habe dann wirklich mal geschaut, was steckt denn da wirklich hinter. Ja, also nicht Meinung geholt, sondern Fachwissen. Und mit jedem Fachwissen, was ich mir erlangt habe, war bei mir eigentlich so dieses Gefühl, oh, du musst jetzt auch ganz schnell Bitcoins kaufen. Ja, ich musste ihm recht geben. Und schlussendlich hat der Erfolg ja auch noch ihm recht gegeben und uns ja letztendlich auch, weil wir uns dann ein bisschen später, muss ich ehrlicherweise gestehen, mit 700 Euro den Bitcoin zugelegt haben. Und dann ging ja irgendwann mal diese Reise extrem los und extrem ab. Ja? Und da hast du dann irgendwann mal angefangen, dein gesamtes Berufsfeld in Frage zu stellen, weil du dann irgendwann gesagt hast, hey, ich habe die ganze Zeit nach Regularien gearbeitet. Ich habe die ganze Zeit immer nur geschaut, mach dies, mach das. Und wer hat dir das aufdiktiert? Dein Unternehmen von oben, die Leute, die an dir Geld verdient haben und der Vater Staat, der nicht wollte, dass Geld nach außen hin geht. Ja? Also von daher ist das Thema, sich eine objektive Meinung zu holen, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich hoffe, ich habe dir mit diesem Video ein bisschen was an die Hand gegeben, ein bisschen was auf den Weg mitgegeben, sodass du da wirklich mal vielleicht in Zukunft einfach mal ein bisschen anders drüber nachdenkst oder zumindest immer mal so Sender-Empfänger-Prinzip ein wenig dort in Frage stellst und dir dann erstmal bei dieser Meinung die Frage stellst, warum gibt er dir diese Meinung jetzt? Sowohl beim Positiven als auch beim Negativen. Also, in dem Sinne, ich freue mich auf das nächste Thema, was wir behandeln werden. Und wir sehen uns wieder hier bei mir im Kanal. Bis dann. Tschüss.